Ribéry will weiter attackieren. Bayern Münchens Franck Ribéry hat seine Mannschaft davor gewarnt, sich trotz des großen Vorsprungs in der Liga zurückzulehnen. Als Profi müsse man jedes Spiel gewinnen und dürfe nicht nachlassen, sagte der Mittelfeldspieler der Bild. Jeder weitere Sieg in der Bundesliga sei gut für das Selbstvertrauen in der Champions League, so der Franzose. Im Achtelfinale der europäischen Königsklasse trifft der Titelverteidiger auf den FC Arsenal. Dickmeier appelliert an Mannschaft. Nach der anhaltenden Pleiteserie des Hamburger SV fordert Abwehrspieler Dennis Dickmeier von seiner Mannschaft ein selbstbewussteres Auftreten und verstärkten Siegeswillen. Ja, man hat im Moment gesehen, dass wir nicht so viel Selbstvertrauen haben und daran müssen wir arbeiten und das müssen wir die Woche gerade uns im Training hart arbeiten und dann am Wochenende mit einer guten Körpersprache dastehen. Wir müssen einfach mehr zusammenrücken und einfach den Siegeswillen noch mehr haben und dann das Spiel unbedingt gewinnen wollen in Berlin. Janssen zurück zu Gladbach. Wie die Bild berichtet, plant Borussia Mönchengladbach offenbar eine Rückholaktion von Marcel Janssen vom Hamburger SV. Man wisse, was er für Fähigkeiten habe und man hätte ihn nie aus den Augen verloren, so Manager Max Eberl. Auch Janssens Berater bekräftigte, dass so wie es in Hamburg laufe, er sich viel vorstellen könne für den 28-Jährigen. Janssen spielte bis 2007 als Verteidiger bei den Borussen und könnte aufgrund einer Ausstiegsklausel im Sommer für 5 Millionen Euro wechseln. Zittern um Trapp. Torwart Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt hofft, nach seiner zugezogenen Knieverletzung schnell wieder ins Tor zurückkehren zu können. Wie der Verein bekannt gab, könne er bei optimalem Heilungsverlauf in der kommenden Partie gegen Eintracht Braunschweig womöglich wieder spielen. Der Vereinsarzt hatte nach einem Zweikampf mit Arjen Robben eine schwere Prellung am Knie festgestellt. Die Bänder seien allerdings unberührt geblieben. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr auf Sport 1.